Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und, rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Let it crawl. Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahr 100 Piepen geliehen habe? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, ich muss dir was beichten. Ich bin total pleite. Ich habe all mein Geld an Wohltätigkeitsvereine verteilt, um die Welt etwas besser zu machen. Für dich und für mich. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rückt ihr 100 Dollar raus, bevor ich sauer werde. Okay, okay. Lass mir nur noch ein bisschen Zeit, dann biege ich das schon hin. Vergiss es. Ich will die Knete jetzt. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Und? Womit willst du anfangen? Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Geharnel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das Seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später.
Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand 2 abgebrochene Fingernägel. Er hat den Mörder erst im letzten Moment gesehen. Ihm blieb keine Zeit, sich zu verletzen. Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Ja. Hinterhauptbein gebrochen. Er hat sich beim Fall den Schädel gebrochen. Abnorme Dilatation beider Pupillen. Drei Stichwunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Starb er sofort? Nein, es hat eher lange gedauert. Mindestens 3 bis 4 Minuten. Erst dann hört das Gehirn wegen Sauerstoffmangels zu arbeiten auf. Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Könnte sein, aber ich bezweifle, dass jemand, der sich in menschlicher Anatomie auskennt, so etwas tun würde. Um jemanden derart langsam und qualvoll sterben zu lassen, muss man schon gestört sein. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. 3 Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun, setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's.
Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Ich gehe besser wieder an meinen Platz. Hi Lukas, alles klar? Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der NASA und John. Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Tiffany und ich. Dürfte vor 2 Jahren gewesen sein. Ich hab's einfach noch nicht wegwerfen können. Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Lucas Kane? Hallo, Lucas. Hallo, Tiffany.
Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Hast du es dir heute Abend? Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen, ich hab zu tun. Tschüss. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Lukas, hörst du mich? Ah!
Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. No! No! Lukas? Lukas, was ist los? Ah! Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu.